Und damit ein herzliches Willkommen bei dem Citybus Manager hier bei mir. Ich bin der Flippo und begleite euch bei diesem Video. Das ist schon die, sag mal, was heißt denn schon? Das ist die zweite Folge. Wir haben beim letzten Mal hier unser kleines Depot schon mal aufgebaut. Hier schon mal ein bisschen erweitert, die erste Linie aufgebaut und den Tag beendet. Jetzt ist das Ding, dass wir den Tag, also wir haben den ja nicht beendet, ne? Wir haben den hier ein bisschen ausklingen lassen. Denn ich wollte, bevor der neue Tag beginnt, mal die Busse überprüfen. Aber ich denke mal, dass wir die so eigentlich in den neuen Tag schicken können. Bis jetzt. Also denke ich mal. In der Community-Abstimmung, da war es so gewesen, dass ein 50-50 gab. Also irgendwas mit Horror soll gemacht werden. Aber auch freie Auswahl stand da. Also ETS, ATS und was da noch alles war. Das wurde jetzt nicht gewünscht. Und weil das mit dem Horror jetzt noch nicht klappt, kommen jetzt zwei Simulatoren. Ach, guck mal hier. Die laufen jetzt alle mit Weihnachtsmütze. Oder zumindest einer. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir machen einen Zeitsprung, beenden den Tag und beginnen dann nochmal neu. So, ach ja, jetzt muss ich wieder reinkommen. Also, der 60-Bus zum Adlershof brauchen wir. Edisonstraße brauchen wir. Nochmal Adlershof brauchen wir und Edisonstraße. Postfach. Ich bin übrigens hier, um was zu arbeiten. Sag mal, du arbeitest doch. Gute Sache, dass die BVG in ihre Haltestellen investiert. Ich hoffe, alle Haltestellen werden noch modernisiert. Ja, das kann ich mal gerne ausrichten, auch wenn ich kein Mitglied bei der BVG bin, außer halt vielleicht mit einer Abo-Karte hier. kann ich aber mal gerne ausrichten lassen. Lieber okay, gut, vergrößere dein Netz, das wäre die nächste Aufgabe. Ja, hier im Forum Köpenick, hier sind sie alle da. Was haben wir denn so für Haltestellen? Ich glaube, die sehen wir dann erst, wenn wir eine neue Linie aufbauen. Hier ist das Krankenhaus Köpenick, hier, das ganze Areal. Salvador Allende Allee, hier. Die ganze Straße hier ist die Salvador Allende Allee. Hier ist ein McDonald's. Na, ist ja hier markiert. Ja, Tatsache. Lidl, ja. Die Grundschule. Warum steht hier Amtsfeld Grundschule Filiale? Okay. Allende Straße, genau. Ach ja, das ist ja nicht Allende Allee, sondern Allende Straße. Salvador Allende Straße, so rum. Gut, aber Sightseeing-Tour haben wir ja so ein bisschen beim letzten Mal gemacht. Darum soll es ja heute nicht gehen. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir noch Passagiere befördern sollen und unser Liniennetz erweitern sollen. Das heißt, wir machen eine neue Linie. Verdiene 25 Trophäen, um diesen Auftrag freizuschalten. Es gibt für diesen Auftrag 30.000 Euro pro Woche. Das ist nicht schlecht. Aber ich mache eine eigene Linie. Und zwar machen wir doch mal so ein kleines bisschen die Linie 27, würde ich erst mal sagen. Wir kombinieren mal drei Linien. Hier fährt auch die 67. Wir kombinieren das jetzt mal. Das ist für die Busse, hier auch. Und das ist für die Straßenbahnen, die da fahren. Hier fährt die Linie 62. Hier ist der Betriebshof in der Wendschlossstraße. Hier ist ein Bäcker. Hier ist das große Zentrum. Das Allende-Zentrum war das, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, seit wann? Hier fährt auch ein Bus. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach ja, doch. Tatsache. Ja, hier fährt auch ein Bus. Ich muss nur mal kurz gucken, wie wir das hier am besten planen. Da wir ja hier die
Wenn, hier unten ist Wendenschloss, hier ist die Dame, hier ist die Spree. Katzenkram hatten wir ja alles. Ich würde mal sagen, Magnusstraße, Landschaftspark Johannisthal, ja. Ja, boah, wie machen wir das jetzt? Machen wir vielleicht die Linie 164, war das damals, ist es ja 162 jetzt, der hier fährt. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ich würde mal sagen, in der Hans-Schmidt-Straße fangen wir an, genau, und fährt er hier so rum. Achso, Walter Ernst, aha, haha, scheiße. Warte mal, machen wir die Magnusstraße nochmal weg. Die Hans-Schmidt-Straße machen wir auch weg. Die Walter-Ernst-Straße. Nee. Das scheiße. Hatte ich mir schon so fast gedacht, dass er so fährt. Ja, oder Albert-Einstein-Straße hier. Ja, das geht dann auch wieder nicht. Oder. Warte mal, ich habe eine Idee. Scheiße. Da fährt er so. Adlershof. Anna-Seger-Straße. Ja, das ist richtig. Radeke-Straße, Anna-Seger-Straße. Das ist für den Bus, der aus Köpenick kommt. Richtung Flughafen Schönefeld. Radeke-Straße, Nipko-Straße. Ja, das ist richtig. Büchnerweg. Die hier nochmal Klinikerweg, Nipko-Straße. Zinsgutstraße, alles richtig. Rudower Straße, ja. Hier ist eine Schule. Die Klinikerstraße, das ist richtig. Kölnischer Platz, dann geht es hier hoch zum Schlossplatz Köpenick, genau. Das ist auch verkehrt. Hier ist keine Haltestelle, sondern hier. Na, alle Haltestellen sind hier, außer für den Bus. Das ist hier richtig und das ist richtig. Das hier nicht. Landjägerstraße, ja, das ist auch richtig. Pablo Neruda Straße. Und dann hier Krankenhaus Köpenick Südseite. Da wir hier irgendwie keine Wendeschleife haben, machen wir mal hier die Südseite. Hier geht es Richtung Müggelheim. Das müssen wir dann auch irgendwann mal freischalten. Ach ja, hier Müggelschlösschenweg. Ja, stimmt. Der Müggelschlösschenweg. Da. Ja, Tatsache. Dann machen wir mal doch zum Müggelschlösschenweg. Warte, dann müssen wir die Krankenhaus Köpenick Südseite löschen und dann hier. Dann Besuchereingang. Ach nee, das ist ja die falsche Seite. Das ist ja eigentlich in Richtung Südseite. Besuchereingang. Also das ist hier alles richtig. Hier ist eine Haltestelle da. Da sieht man ja auch die kleinen Ovale da. Oder Zylinder oder was auch immer. Genau. Erwin-Bock-Straße, Mückenschlösschenweg. Fährt auch die... Nein, natürlich nicht. Also in dem Spiel hier nicht. Da fährt da die Wendeschleife nicht. Warum auch, ne? Warum auch, ne? Also wenn wir jetzt in Omsi das machen würden, dann können wir das machen. Hier können wir das nicht. Gut. Südseite wieder. Pablo Neruda Straße, Wendeschloss Straße. Entschuldigung, da spricht jetzt gerade die Ente aus mir. Ach, der würde jetzt hier wenden extra für die Haltestelle. Na, das ist ja auch kacke. Naja, Klinikerstraße, Rudower Straße. Ach ja, das ist die falsche Seite der Rudower Straße. Ja, nochmal auf Community zurückzugreifen. Ich habe mir extra gedacht, weil das ja ein bisschen einstimmig war. Also, naja, nicht einstimmig, aber das war zur Hälfte. Damit irgendwas kommt, irgendwas Tolles. Ich mich jetzt dafür entschieden. Das kam letztens gut an. Also dachte ich mir, ja, kannst du wieder machen. So, jetzt haben wir Uno Problema Maxima. Ne, hier ist eine Haltestelle, die eigentlich nicht existiert, weil hier ist ja schon die Anna-Seger-Straße. Das sieht man ja, ne? Wie wir gelernt haben, hier an der kleinen Säule da. Das stimmt auch. Denn hier ist keine Haltestelle. Die ist ja hier. Hier ist der S-Bahnhof. Adlershof. Ja, das ist jetzt doof. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Walter Ernststraße, ja. Ja, dann vielleicht nochmal zur Magnusstraße, ohne hier in die Hans-Schmidt-Straße zu fahren. Und dann in die Albert-Einstein-Straße.
Ja, bei dem Spiel geht es halt nicht anders. Im Community-Wunsch, das kann ich. Ja, stimmt, das wollte ich ja mal zeigen. Kleinen Moment. Mach mal. Ach ja, mach mal den 163er zur Albert-Einstein-Straße. Wenn ich jetzt mal kurz kacke klinge. Ich schreibe hier gerade Albert-Einstein-Straße. Kann man ja abkürzen. Und Häkchen. Ja, hier. Da sind so die High Noons hier einmal um 7 und einmal um 17 Uhr. Das heißt, der Bus, der kann ja eigentlich auch ja um 5, ja bis 20 Uhr. Intervall alle 30 Minuten, ja. Jetzt ist das High Noon hier schon ein bisschen weggegangen hier. Also der Bus ist gefragt, aber irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Gut, Montag bis Sonntag Fahrplan, ja. So, und jetzt kommt das Spannende. Jetzt müssen wir ja Schichten zuweisen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns, wie versprochen, die Feature-Vorschläge an. Und zwar, da haben wir einmal offen. So. Oh, tada. Kick mal hier. Mein Deutsch. Wegpunkte beim Bauen von Linien. Ne? Das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. Man kann keine Wegpunkte einbauen. Das soll sich ja ändern, indem man ne, hier raufklickt. Alle, die das spielen. Ne? Denn, wie man hier sieht, wird umgesetzt. Ne? Es gibt einmal, wird gemacht, ist schon gemacht. Das finde ich cool. Deswegen, also jeder, der das spielt, guckt immer mal bei Feature-Vorschläge vorbei. Hier steht es auch. Wir möchten den Early Access nutzen, um die Wünsche unserer Spieler aktiv mit einzubeziehen. Deshalb bieten wir hier die Möglichkeit, über zukünftige Features abzustimmen und eigene Vorschläge einzureichen. Das heißt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, was hier nicht steht, was ihr euch gerne wünscht, dann Vorschlag einreichen. Und zwar kannst du hier dann noch 4 Sachen. Nein, ist mir egal. Ja. Ja, also sehr ja, gut ja. Bustyp pro Linie einstellen, jede Linie im Fahrplan soll eine bevorzugte Fahrzeuggruppe zugeordnet werden können. Ja, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, da ich auf, ja, können wir machen. Genauso wie bei Stellplatzzuweisung, selber zuweisen, schon cool, muss nicht unbedingt. Hier. Wird umgesetzt. Größeres Betriebsgelände, so rum. Der Spieler soll generell mehr Platz auf dem Betriebsgelände haben. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich dann auch hier diesen Mannequin hier raufgesetzt und hier mehr Busse auf einmal kaufen. Ja, definitiv. Anstatt hier immer Klick, kaufen, Klick, kaufen, Klick, kaufen. Ach ja, stimmt. Das ist ja schon umgesetzt. Guten Morgen. Mehrere Betriebshöfe. Ja. Man soll innerhalb eines Spielstands nicht nur einen Betriebshof, sondern mehrere erstellen und verwalten können. Ja. Auf jeden Fall. Schichten manuell zusammenstellen. Ist cool, wenn man das machen kann. Gerade wenn man sagt, hier, du fährst von deinen 8 Stunden, 4 Stunden die Linie 60 und dann wechselst du zur 61. Deswegen gibt es ja auch Linienwechsel innerhalb des Fahrplans ermöglichen. Kann man ja anklicken. Ja. Wäre schon cool, muss aber nicht. Ne? Also manuell, ja, weiß ich nicht. Automatisierung von Tanken und Waschen. Ja, bitte. Ich habe keinen Bock, wenn ich dann mein Betriebsgelände größer habe, dass ich dann da alles selber anklicken muss. Jeden Bus einzeln. Ich, macht zwar auch Spaß, ne? Aber irgendwann wird das einfach, oh, wenn man die da so anklicken kann, oder hier, das wird ja automatisch gemacht, wäre schon cool. Hier auch mehr Anpassungsmöglichkeiten, Busmodding, auf jeden Fall KI-Unternehmen mit Konkurrenz, so wie bei Locomotion und so. Also guckt mal selber nach, gerne, wenn ihr das Spiel habt. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr aus dem Fenster. So, also wenn ihr das habt, schaut mal gerne vorbei in der Community-Wunschleiste. Es kann wirklich nur für alle einen von Nutzen sein. Ich gucke jetzt mal hier, wie weit wir das hier machen.
Eins, zwei. Also es würden zwei reinpassen. Sieht dann kacke aus. Also machen wir hier. Genau, machen wir so. Jetzt können wir nochmal vier Zitos kaufen. Da gehen wir auf Marktplatz. Jetzt können wir natürlich auch einen gebrauchten kaufen. Will ich aber nicht. Aber guck mal hier. Oh. Master Zito LFS. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den gleich viermal. Das gab es eigentlich schon bei Release, oder? Und naja, ich habe ein bisschen später angefangen mit dem Spiel. Aber ich möge schon sagen, dass das schon ein bisschen früher kam. Also wo ich angefangen habe, gab es es schon. Wir kaufen mal drei Busse, weil der auch schon ein bisschen teuer ist. Oder wir gucken bei gebraucht, aber da sind die dann ein bisschen... Dazu stand und 12.000 Euro. Ja, wir müssen uns auch beeilen, denn Laden. Ah, Steam Workshop gibt es auch. Mit. Oh, warte mal, da muss ich mal gleich gucken bei BVG. Schade, gibt es nicht. Aber hier, guck mal. BVG? Ja, ist doch. Cool! Es gibt BVG-Designs. Okay. Das ist nicht schlecht. Lokale Vorlagen. Ach so, gibt es noch nicht. Ew. Dann machen wir das mal so. Dann müssen wir uns das hier speichern. Ja, so. Anwenden. Einfach so gelb, schlicht, einfach. Bibabu, bababeng. Wir können den auch gleich. Wir können, wenn sie schon ankommen, gleich zuweisen. Und wir haben natürlich keinen Busfahrer. Okay, also kurz mal weg. Personal, Busfahrer. Oh, shit. Wir haben nicht genug Platz für Busfahrer. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was machen hier. Was ist, wenn ich jetzt hier ein bisschen wegmache? So, stört es? Nee, stört nicht. Gut. Denn ich brauche noch ein bisschen Büro. Ein kleines bisschen Büro. So. Kann ich das bewegen? Nein, kann ich nicht, weil ja da jemand ist. So, und jetzt müsste ich ja... Ups, nicht. Nee. Siehst du es? Nicht alle haben eine Weihnachtsmütze. Okay. Hier, 14,90 € die Stunde. Super Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Den stellen wir ein. Ein Azubi, Fiona Escobar. Bist du verwandt mit Pablo Escobar? 14,50 € die Stunde. Aber total unfreundlich, aber halt sehr zuverlässig. Ich denke mal, der eine, der reicht, der ist noch einsatzbereit. Nehmen wir das. Ja. Sobald die ersten Busse losrollen, denke ich mal, wird sich das hier auch ein bisschen verbessern. Boah. Der Bus hat 2 Minuten Verspätung, ist rappelvoll. Eieiei. Oh. Oh, Wacke. Der kann... Oh, die Busse können gar keinen mehr mitnehmen, weil sie voll sind. Ach, du heilige Scheiße. Jetzt habe ich natürlich keinen Verstärker für jede Linie. Ja, in der Großstadt, da kann es schon mal ein bisschen anders aussehen. Aber immerhin, die haben hier 80 Plätze und die haben 38. Also diese Citaro O
520 sind das hier die Zitos. Ja, kickt euch das mal an. Die sind alle voll. Alle. Und das Streckennetz reicht immer noch nicht aus. Scheiße. Also mit den Prozenten müssen wir machen, wenn wir mehr Kapazitäten haben. Au, wacke, wacke. Da stapeln sich die Passagiere. Wie weit ist denn hier die Forschung mit den Bussen? Weil das nimmt ein bisschen Überhand hier. Spritverbrauch. Ja, das ist immer gut. Ach ja, Ersatzteile müssen wir auch noch kaufen. Ach du Heilige. Ich kaufe mal alles mal 5. Dann haben wir ein bisschen was da. Kosteten. Lieferung sofort. Kostet nur 600 Euro mehr. Ja, mit Drohnen. Setra. Wir haben ein Setra LE erforscht. Der hat auch Platz für 80 Fahrgäste. Den würde ich dann nutzen, um die Zitos dann auszutauschen. Also nach der Schicht dann erstmal die Zitos auf den Gebrauchtmarkt, Gebrauchtwagenmarkt hinschicken. Und dann dafür die Setras kaufen. Weil die hier, die haben gut Platz. Die und die Setras. Das ist gut. Das ist mehr als gut. Hier kommen die ganzen Drohnen. Oh. Also die Zitos müssen auf jeden Fall verkauft werden. Die können nicht alle mitnehmen. Das ist doof. Aber für den Anfang würde ich immer die Zitos nehmen, weil die Sprinter, die müssen dann nach einer Weile schon ausgetauscht werden. Gerade wenn, wenn man dann die Linien erweitert oder in der Hauptstadt ist, na, sieht man hier, was für ein was für eine Nachfrage es hier gibt. Ne? Gerade in der High-Noon-Zeit hier, ne? Schon ein bisschen schwierig. Möge Schlösser im Weg. Die stehen auch welche. Das ist gut. Ach, der fährt jetzt wieder. Ah, okay. Also definitiv die Busse dann nachher austauschen. Das machen wir noch, bevor wir dann die Runde beenden. Also hier die Folge. Würde ich sagen. Und bis jetzt sieht es gut aus. Ich kann ja mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt mal gucken, ob es ein paar Setras gibt. Verkaufsangebote? Nee. LFS? Nee. Nur die alten. Aber hier, kick mal. 12.000, die sind runtergegangen. 12.000. Ja, wir können ja mal auf 10 runtergehen. Mal gucken, was die sagen. Dann können wir den schon mal reparieren. Dann wäre der auch schon mal fertig. Mein, oder hier, der hat mehr Kilometer und kostet weniger. Braucht einen Router und einen Blinker, aber alles gut. Oh, 10.000, da ist er. Den machen wir jetzt erstmal bereit. So. Der kriegt erstmal das volle Programm. Pardon. So, jetzt haben wir 2 Minuten, bis dann ein neuer Fahrplan, eine neue Schicht zugewiesen werden muss. Ah, hier, Mason Hörtel. Ich fand das Busunternehmen BVG immer zuverlässig. Die Busse sind immer pünktlich. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Busunternehmen. Also würde ich es Ihnen empfehlen. BVG, wenn er das hört. Bitte gern geschehen. Kiek mal, unser erster Gebrauchter.
Oh, die Türen gehen ja sogar auf, wenn sie aussteigen. Okay. Okay, ist ein bisschen ungünstig, aber das lächeln wir einfach weg. Oh, Adlershof wird auch eine Schicht benötigt. War mal sehr überhaupt einsatzbereit? Ach so, ja. Nee, ist er nicht. Scheiße. Ja, da kommen wir jetzt in Hudelein. Ah, kick mal. Oh, okay. Ah, Mist. Wir könnten ja noch einen Stellplatz bauen. Mittel. Können mal einen Setra kaufen. Marktplatz hier. Ja, kaufen wir mal einen. Einen. Der hat sogar auch mehr Sitzplätze. Ah, cool. So, machen wir den mal ein bisschen dunkler. Ich versuche mal so ungefähr das BVG-Gelb zu kriegen. Ah, dass es da schon welche gibt, die da das richtig gemacht haben hier für BVG. Das ist ja cool. Gut. Nimm mal. Da ist er. Ist kein Busfahrer verfügbar. Scheiße. Wir machen mal 13 Euro. Sein es findet sich noch jemand anderes, nö. Ja. Gut. Oh. Jetzt wird es langsam enger. Aber der Bus, oh, der raucht nicht mehr. Cool. 3 Minuten für 2 Schichten. Jetzt müssen mal langsam die anderen Busse mal reinkommen hier. Was natürlich nicht passt, dass hier das alles amerikanisch ist und das von deutschen Entwicklern. Ja, kann man sich jetzt drum streiten. So, ich liebe die Haltestellen. Sie sind sehr angenehm und zum Warten auf den Bus. Cool. Cooles Ding. Danke, Props gehen raus. Oder hier, was man mal sagen kann, Kuss geht raus. Oh, er ist recht fertig, wa? Oh, warte mal. Der erste Bus. Der erste neue ist wieder da. Ja. Aber die neuen, da müssen noch ein paar Schichten gemacht werden. Komm, Tank auf, schnell. Schnell. Los. Sonst verspätet er sich. Ah, oh, Kacke. Ja, Scheiße. Ja. Nein, ist keiner verfügbar. Nein. Scheiße. Ah, der muss Bus tauschen. Okay. Ich hoffe, die BVG bessert sich in Zukunft. Oh. Ist bestimmt einer, der mal Yelbi ausprobiert hat. Ne? Jacqueline Lackner. Jo. Verspätete Zuweisung. Nehmen wir mal den hier. Denn der muss noch gereinigt werden. Ob der heute noch fährt, müssen wir mal gucken. Also, das ist. Aber wo bleiben denn die ersten Busse hier? Also einer kam ja schon mal rein. Aber wo sind denn die anderen? Die Zitos. Da. Da ist einer. Perfekt. Wo sind die Zitos? Und da kommen sie. Perfekt. Zwar eine verspätete Bereitstellung. Ha, kurz angehalten und wieder weg. Ja. Wo sind die Zitos? So, Kollege. Jetzt bist du bereit für den nächsten Tag. Cool. Ja. Farbe kann bleiben. Ach, kick mal. Jetzt kommen sie rein. Aber. So, warte mal. Dann können wir die gleich mal austauschen hier. Bus verkaufen. Gewünschter Verkaufspreis. Machen wir mal 7.
Machen wir auch mal 7000. Da die ja zum Verkauf stehen, sind die ja auch nicht mehr verfügbar, wa? Ah, scheiße. Aber ich denke mal, die werden heute nicht mehr gebraucht. Schon 17 Uhr. Ich glaube, 21 Uhr fährt der letzte rein. Sollte eigentlich nicht. Aber sieht alles gut aus. Nur halt die Zitos, die müssen ausgetauscht werden. Ich beobachte mal hier den Setra. Ich glaube, war der Setra, war hier. Kennzeichen Chemnitz CSM. Das sieht mir. Ja, das ist der Setra. Und der sieht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil jetzt die High Noon-Zeit jetzt vorbei ist. Oh, 14 Minuten, 15 Minuten Verspätung. Alter. Aber so wie das hier aussieht, ist der recht gut ausgelastet. Ja, nur halt die Zitos, wa? Die brauchen. Ja. Oh! Ah. 3.700, da kannst du vergessen. Sag mal. Abgelehnt, aber. Na okay. Okay, bevor er gar nicht wegkommt. Ja, kaufen wir hier nochmal einen Setra. Warum ist denn der jetzt so? Zack, BVG. Da ist er. Du hast ein neues Angebot erhalten. Nö, habe ich nicht. Aber hier. 11.000, aber der Zustand ist sehr kacke. Habe ich überhaupt noch Platz? Warte mal. Machen wir mal 10k. Oh. Okay. Ja, siehst du auch gleich, dass der viel größer ist. So großer. Motor, Klimaanlage, oh, der braucht ja alles. Gefühlt. Gut. Für morgen ist er einsatzbereit. Für heute nicht mehr, aber. Ach, geh mal, der kommt auch aus Chemnitz. Würde auch passen von der Farbgebung her. Nur, dass die Chemnitzer, glaube ich, blau und gelb sind. Bin mir so auch nicht so sicher. 5000? Jo. Perfekt. Kuss geht raus. So, kriegen wir nochmal einen gebrauchten, den wir bis morgen fertig machen können? Nee, wa? Sprinter, Master, Sprinter. Ja, für 14.000. Oder hier 13.000. Kick mal. Der mit 100.000 Kilometern ist im schlechteren Zustand als der für 13.000 und mit 400.000 Kilometer. Dann nehmen wir den. Würde ich erstmal sagen, auch wenn der hier schöner aussieht, aber es geht ja nicht ums Aussehen, den kann man ja immer noch verändern vom Aussehen her, denn es geht um Effizienz. So ist das. Gut. Ah, na ja, ich hätte noch ein bisschen feilschen können, scheiße. Okay, ja, kacke. Ich liebe die BVG, einfach in allen Bereichen absolut perfekt. Na, BVG, wenn ihr das gehört habt. Ach ja, oh, kick mal, ja, das ist ein bisschen schmutzig, das ist normal. Der kann ja schon mal getankt werden, während der andere repariert wird. Kommt der auch aus Chemnitz? Ja, Tatsache. Kommen alle aus Chemnitz. 666. Ist der letzte, der fährt, wa? Nee. Fahren auch noch welche. Nee. Waschen. Du bist noch gut.
Du bist ja schon vorbereitet. Du kannst tanken, wenn du willst. Was ist mit dir? Sauberkeit innen. Machen wir mal. Was ist denn hier los? Personal sehr nett und freundlich. Ja, perfekt. Sauberkeit innen. Sauberkeit innen. Sauberkeit innen. Das klingt so, als ob ich gendern würde oder irgendwie so. Ui, Teufel. Oh, hoppala. Postfach. Ich habe in der letzten Zeit absolut keine Freizeit mehr, da ich den ganzen Tag für sie arbeiten muss. Komm. Kriegst 13:30 die Stunde. Fortbilden. Geht auf Toilette. Aha. So. Ah, perfekt. Licht und Router. Der kriegt auch einmal die komplette Garnitur. Der kriegt eine neue Tankfüllung. Der wird, ach so. Ist nicht frei. Mitarbeiterin war sehr nett und freundlich. Na, das ist doch schön. Ich würde den Tag auch beenden dann, wenn hier soweit erstmal alles klar Schiff ist. Es ist keine Tankstelle verfügbar. Die Tankstelle kostet 8000. Okay. Tanken musst du nicht. Du kannst gereinigt werden. Du kannst von innen gereinigt werden. Du kannst getankt werden. Oh, du musst unbedingt auch getankt werden. Wir können den Tag auch nicht beenden, ehe alle Arbeiten beendet sind. Du bist gut. Mach mal außen. Innen. Tanken. Ach ja, der Enebus, der wird ja auch noch repariert. Ah, okay. Sieht schon cool aus, so. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Fotomodus. Das kann ich ja gleich mal, wenn die Folge vorbei ist, kann ich das ja mal einreichen. Das wäre auch mal cool, so ein Fotomodus, um mal richtig coole Fotos zu machen. So, ihr müsst getankt werden. Ihr seht gut aus. Du bist auch gut. Alles startklar. Du hast gar keinen Stellplatz. Wie konnte ich dich denn dann kaufen? Okay. Bitte. Gut, wenn das soweit erstmal alles erledigt ist, würde ich hier den Tag mal beenden. Ich gucke mal, ja, ist alles okay. Gut, damit bedanke ich mich für die Interesse und fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal. Also dieses Video hier kommt noch dieses Jahr und ich denke mal, ich mache noch eins, bevor das Jahr endet. Also ich würde am 31. noch was hochladen. Und das hier kommt, wann immer ihr es auch seht. Na? Also bis die Tage, haltet die Ohren steif. Ne? In der letzten Woche vor dem Jahreswechsel. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin.